Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Jo, mein Colonies Schönbau Let's Play Rollenspiel. Genau, ich bin hier jetzt ein bisschen weiter weg. Ich möchte gerne mit euch ein bisschen kämpfen, einen neuen Kopf finden. Wir haben ja schon einen Glowing Squid Kopf, also leuchtender Tintenfischkopf. Hier haben wir eine Stadt, sehr gut. Und jetzt müssen wir einfach nur noch kurz Überlebensmodus machen. Und dann schauen wir mal, was wir für einen Kopf holen können. Ob es Dorfbewohner oder Schmetterlinge Köpfe gibt. Und dann machen wir gleich im Dorf weiter. Da hat irgendwie nichts gedroppt, der Schmetterling. Brokkoli. Kuhkopf. Oh, Kuhkopf. Zombie-Kopf. Aber den gibt es ja schon im Vanille. Da gibt es nicht so viele Köpfe. Noch keinen Kopf. Schweinkopf. Schweineköpfe. Köpfe. So, nein. Auch nicht. Oh. Doch Zombie. Ja, wir machen ein Inka-Dorf. Im Schnee. Da gehen wir gleich wieder zurück mit dem Wegpunkt. Und wir machen hier noch einen Punkt. So. Machen wir mal so, damit wir hier wieder zurückgehen können. Sojabohnen, geil. Ja, die nehme ich mit. Wenn die schon mitnehmbar sind, dann nehmen wir sie mit. Kopfsalat, nö. Wäre vielleicht gut fürs Ambiente, aber vielleicht nicht fürs erste Dorf. So, ja, ein Zombie-Dorf scheinbar. Wo sind die Zombies? Wo sind die Zombies? Hallo. Ah, okay, mein Koloniesdorf brauchen wir ja nicht. Wir bauen ja im Kreativmodus. Oh, da gibt es einen schönen Stein. Und du, Schmetterling? Droppst auch nichts. Schade. Jeder Part anfangen mal kurz im Kopf. Bam. Oh, geil. Wird wahrscheinlich schon abbaubar sein. Also ein Bauernhof. Okay, es ist nicht irgendwie Dekoration oder so. Also nehmen wir es nicht mit. Okay, es ist ein Mainkoloniesdorf. Gibt leider nichts hier. Ist auch noch ein Bauernhof. Wo ist der Eingang? Schaffen wir es, einen Ding zu besiegen? Ein Pillager? Mehrere auch. Es kann auch nichts spawnen dort. Gantaloup oder Weintraum. Weintraum nehmen wir mit. Was haben wir hier platziert? Noch eine Weintraube. Ja, egal. Ist Lava Lava. Labbernisch, Labbernisch. So, da haben wir irgendwo. Ja, da. Okay. Oh, da sind wir zu viel. Ja, wir bekommen ein bisschen zu dieser oder auch noch eine. So, und jetzt verarschen wir sie. Da habe ich gerade eine Biene gesehen, die sind kleiner geworden in diesem Mod. Und haben vielleicht noch extra Features. Okay, langsam wird es ein bisschen gefährlich. Boah, treffen uns schon. Niederfallen. Ja, keine Chance. Was mache ich denn? Wir haben keine Chance. So. Von hier werden sie uns noch nicht so schnell erreichen. Boah, ein Kopf in der Hand von mir. Ui, ist ein bisschen komisch gerade, dass ich hier einfach gespawnt bin. Aber gut, zum Beispiel auch keinen Schatten zu sehen. Ich weiß nicht, wieso ich keine Schatten sehe. Das kann mir gerne auch jemand mal erklären, vielleicht. Und machen wir lieber etwas anderes. Jetzt wird ein bisschen stressig. Fisch, Fischkopf. Schaffen wir es genug früh, bis zum Ende des Parts einen Kopf zu bekommen? Vielleicht ein normales Bild.
Ah, wir haben einen Pelagic-Kopf. Okay, wir können abbrechen. So. Pelager. Also, wir müssen an den anstatt 1. Können wir löschen. Ich habe eben diesen ja. Ding-Ding-Ding-Mod, Schuni-Mod reingetan. Okay. Da wir da hier zwei haben. So. Gut. Ah, das müssen wir noch platzieren, genau. Ja, und kurz mal noch auf. Wir machen das so, dass wir jetzt hier die Köpfe immer wieder Bart hinstellen. Also 1, weit weg. Part 1, Part 2. Wir müssen ja sowieso Kreativmodus nehmen, deshalb machen wir da noch Shade. Nehmen wir ein schönes Shade, zum Beispiel Karmesin Shade. Nehmen wir mal einen groben Shade. Part 1. Leuchten. Part 2. Blind. Man sieht es leider nicht, aber es stimmt, denke ich schon mal. Okay, gut. Wunderbar. Also. Genau, wir müssen ja das Camp wieder errichten und dafür müssen wir da wieder platzieren. Switch Pack ist ja das normal, oder Inka? Und 1 höher, 2 höher. Irgendwie geht das nicht. Also so ist es ja durchlässig. Aber wieso das jetzt nicht geht? Keine Ahnung. Wir machen ein Boot hin. Aber das Wasser wird wieder zugefrieren. Ja, egal. Mine. Add Mine. Stich. Ja, so. Gongschiff. Also wenn wir jetzt das hier hinstellen, klappt das? Passiert gar nichts. Wir machen das jetzt mal hier. Ja, jetzt geht's. Aber es funktioniert wieder nicht zum Hinklatschen. Ich kann das in dieser Version irgendwie nicht platzieren. Und der Stab, Erlaubnisstab, der macht ja nichts, oder? Modusblock gesetzt. Keine Ahnung, aber es ist auch zu tief unten, ne? Also ein Camp brauchen sie ja nicht unbedingt, oder? Wenn das nicht geht, dann geht's nicht. Okay, es ist Nacht. Dann schlafen wir doch mal. Hier mal kurz. So. Und der Bauarbeiter geht jetzt dorthin. Der braucht aber Hi. nochmals etwas. Das braucht er jetzt scheinbar nicht mehr, weil er es ja hat. I'm waiting for something.
Wieso hast du jetzt die Schaufel? Wieso benutzt du die Schaufel nicht? Ah, dann braucht er halt nur. So. Without this I can't work. Gut, eine Axt braucht er jetzt noch. Yeah. Komm, wenn ihr geben, ja, der braucht das nicht so. Der braucht das erst später. Also jetzt fängt er an mit Holzfällen natürlich. Dann wir weiter runter und dann macht er das erste Haus sozusagen. Dann aus dem Fundament. Also wahrscheinlich muss er noch die höhere Erde hier, Gras, wegbauen. Gut, was ist das gewesen hier? Da war irgendwas noch. Irgendwas war hier. Oh, das ist die Frau hier. Also ein Mann. Good to see you, mate. Ja, die sammeln auf die verschiedenen Sachen, die am Boden liegen. Auf, ja. Okay. Also, dann machen wir doch mal. Geben wir ihm dem auch Brot. Und die andere Frau, die müsste irgendwo hier sein. Ja, die ist ein bisschen weiter weg, scheinbar. Überall Singvögel. Steckrüben, okay. Cool. Die haben wir ja schon. Blaubeeren, genau. Wir wollen ja auch gut alles dekorieren, deshalb brauchen wir die verschiedenen Pflanzen. Also, du hast ein paar Meter hingestellt oder was? okay, weil das so waagerecht immer macht, braucht er natürlich einige Zeit für einen Baum. Was bräuchtest du dann noch? Need something? Ja, was brauchst du denn? Hi! Okay. Ich glaube, die Erde braucht er nicht. Zwei Treppen. Das ist sowieso genug. Yeah. So, ich glaube, so geht's, oder? Ja. Ist es weg. Also nicht zu viel geben, sondern so viel, wie er eigentlich will am besten. Sonst ja, hat der Bauarbeiter nie Platz und meckert rum. Fine morning, isn't it? Okay, so Sachen braucht er nicht. Also, bis das wieder geht, also bis er weitermacht, gucken wir noch kurz. Also, legen wir das Zeugs mal hin. Das brauchen wir dann später immer. Die Sachen noch rein und dann noch eine Doppeltour hoch drüber. So, jetzt. Also, was haben wir denn im... Wir haben die Dorfbewohner. Die ist mit dem Brot, oder? Ja. Es müssten vier sein und eine Dame fehlt noch. Die könnte irgendwo in der Umgebung sein. Müsste eigentlich irgendwo hier sein. Sind wir sicher bald noch den Mann, der noch keinen Job hat. Was ist denn das? Auch Steckrübe. Ist interessant, dass das so Dinge sind. Ja, der Mann okay. Ist hier. Du hast ja da Brot. So. Und, okay, ich dachte schon, hier da oben wäre einer. Ach, wie süß. Erdbeeren. Cool. Aber der Mann, der zweite. Nein, die Frau, die zweite. Ich habe ja jetzt gerade den Mann gehabt. Wo könnten die hinlaufen? Da hinten ist noch ein gelber Punkt. Ah, die gehen bis nach draußen, aus dem Gebiet raus. Can I help you? Okay, ich wollte dir nur ein bisschen. So, wunderbar.
Himbeer, okay, geil. Schön, also. Ja, ich weiß jetzt nicht, was alles gut ist im Winter, aber eine Himbeerbeere wahrscheinlich, also eine Pflanze nicht. Die wäre schon lange verblüht und verdorrt. Aber wir werden sicher das finden. Wir können ja auch irgendwas aus Eis hinstellen und so weiter. Also machen wir doch dieses Grünzeugs mal hier oben hin. Macht das Knochen jedoch auch hoch. So. Können wir irgendwie sortieren? Nö. Nö. Egal. Gut. Die Eisberge, die dort sind. Die sind ganz schön. Panorama. Stadtkarte. Ja. Okay. Jo, sind halt diese Chunks hier. Seltener. Das könnte ich eigentlich so machen, aber ich muss das. Da ist einer. Runtergekommen. Okay, merkwürdig. Und irgendwo ist noch ein zweiter zu hören. Ah, da oben sind alle. Okay. Geil. Das habe ich natürlich im anderen Modpack noch nicht ausprobiert. Cool. Also, die Bäume sind bald gefällt. Die brauchen halt einfach noch sehr lange auf Level 1. Sättigung, Wachen. Also Wachen haben wir jetzt. Fine afternoon, isn't it? Gerade irgendwie ein Holz platziert jetzt. Nicht Geräusche. So geil. Ja, was hast du jetzt für ein Can I Problem? help you? Okay. Also wir müssen ihm zwei Hacken, eine Schaufel, eine Axt noch. Yeah, no, I can't work like that. Geben. Was? Die klauen einfach, weil sie unglücklich sind? Komm mal her. Böse Söldner. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die helfen uns. Ihr helft uns nicht mehr. Und der Bode. Kämpfe gegen dich. Ja, die tun mir nichts. Wo sind die anderen? Hier ist einer. Dann hat so mit Schwung angerufen. Hey, nicht noch einmal klauen. Solche Feiglinge. Ja, sie haben halt noch nichts, aber das müssen sie nicht klauen. So, und der letzte, glaube ich, oder? Noch einen. Die haben keine Arme. Oh, da oben ist auch ein Page-Turm. Okay. Was ist das hier? Speisekürbis, wie cool.
sind, glaube ich, die länglichen, ja. Die sehen auch cool aus, wenn sie gewachsen sind. Ist noch nicht fertig. Okay, ich denke, das war's. Nein, möchte ich nicht kämpfen. Hi! Ja, machen wir dann. Können gleich mal schlafen wieder. Jetzt wieder die Diamant-Ding. Ich glaube, das reicht. Das Haus. Das sieht schon cool aus mit der Mütze. Das ist so süß. Diese Adel. Aus dem Mittelalter. Also, bis er hier Bäume streichelt, weggestrichen hat, gehen wir mal kurz zum Turm umschauen und zu schauen, was drinnen ist und so. Vielleicht hat es auch noch Dinge, Hilfsgeister oder so. Cool. Diolithmauer. Okay. Schön, schön, schön. Ah, Schneeblock. Schmiedevorlage. Mit Kohle, okay. Interessant. Ah, hier ist auch noch ein Dorf. Das ist wahrscheinlich auch ein Main-Connys-Dorf. Okay, das sind ein Felsen. Jo, also. Geht leider nicht so schnell. Gut, wir sind wieder hier. Aha, bald fertig, super. Sehr gut. Oh, sehr schlecht, sehr langsam. Okay, dann habe ich noch ein paar Sachen hier zu machen. Reinzulegen. So. Ich mache die Sachen unten hin. Die Karte auch. Ja. Das lasse ich immer wieder. Der Erlaubnisstab ist. Was für Blöcke einzelne. Cool. So schön gecheat. Nachschauen. Wie weit er ist. Oh, geil, wir haben so ein Item. Oh. Wie heißen die einfach? Absperrband. Okay. Du musst nicht jeden Block einzeln abbauen. Mach doch einfach das Holz. Hallo, geht's noch? Dass Schnee auch ein einzelner Block ist für die. Ich hilf ihm nicht, nein. Muss er selber machen. Also wir könnten es dann schon machen, aber jetzt am Anfang. Wobei, es nützt ihm ja nichts. Geht viel schneller. Aber so viel helfen möchte ich jetzt auch nicht ihm. Boah. Was hier alles gedruckt wird. Bis du fertig bist mit diesem Zeug. Und der Rest machst du noch, die zwei, hä? Komm schon. Und hier mache ich die auch noch runter. So. Wunderbar. Das kannst du schön bauen. Ja, wenn du das Gras und der Schnee noch entfernt hast. Ich werde einfach zum Arbeiten verdonnert aus Stadthöhe.
Und jetzt, was machst du jetzt? Aha, jetzt kommt Erde. Oder Erde weg. Aha, aha. Jo, und die anderen sind auch wieder ausgeflogen. Wo seid ihr hin, liebe Dorfbewohner? Fertigen oder unten? Da ist einer. Da ist einer. Ja, ja, die erkunden einfach, weil sie nichts zu tun haben. Vielleicht gibt es ja etwas zu holen. Von Söldnern oder so. Also Söldner nicht anhören, auch wenn ihr im Survival spielt. Vor allem da. Tja, ja, ja, ja. Jetzt macht er dort noch Löcher. Interesting. Wie sieht ein Maya... Gebäude als Bauhütte aus. Hm? Wie? Hm. Wie groß kann die Stadt Maximum werden? Bis wann wird nicht mehr gerendert? Wir werden es sehen. Wir machen einfach auch die erste Stadt schon. Ziemlich groß, wenn es halt wenig Gebäude gibt, machen wir halt mehrere Gebäude. Oder mehr Dorfbewohnergebäude, also Wohngebäude. Dekorieren alles mal ziemlich schön. Und wenn uns nichts mehr einfällt, machen wir die nächste Stadt. Oder zwischendurch auch schon die nächste Stadt. Irgendwann gibt es vielleicht auch Handel oder so noch. Aber ich kenne den Mord jetzt nicht so gut. Also. Wie weit sind wir da noch in den Leistungs gekommen? Und im Let's Play waren wir ja am Schluss auch noch kurz dran. Vor der Mine, auf jeden Fall, die Mine konnten wir nicht bauen. Da gab es Blöcke drin, die nicht vorkamen im Spiel und in den Mods. Schade. Ja, der Mod ist am Anfang einfach ein bisschen langsam. Die Leute müssen zuerst üben. Die können es einfach noch nicht schneller. Die leveln und werden immer schneller. Jetzt können wir mal kurz bei ihm schauen, wie schnell er jetzt ist. Er hat... Wieso passt jetzt immer so? Anpassungs... Das ist wahrscheinlich wichtig. Wir könnten ihn verstärken, machen wir aber nicht. Der bekommt alles selber. Arbeit. So. Also jetzt macht er gerade den Vorbau, das Fundament. Und ja, dann macht er natürlich etwas aus Holz, denke ich mal, und Stein. Schön, das Häusle bauen. Also er muss noch mal tiefer. Ich finde es schön, dass manche Texturen verbessert wurden. Sehr viel schöner aussehen. Wobei es sieht ja... nicht ganz so realistisch aus. Aber es reicht. So, machen wir doch die Minimap noch ein bisschen kleiner. Da mache ich immer auf 23. So. Biom ist drauf, die Koordinaten, gut, das reicht. Die Uhrzeit wäre noch gut, aber die ist oben drüber. 16.35 Uhr ingame, 21.24 Uhr bei mir, okay. Hi. Ja, Meme. Ist interessant, weil Mayas ja, eigentlich so Steingebäude gemacht haben, dass sie schon mal Keller haben. Kann man sagen. Für was machst du denn das? Hm?
Ich will eigentlich zeigen, wie du baust, aber du baust weg, du baust ab. Willst du denn kein Haus bauen? Willst du kein Haus haben? Willst du eine Höhle haben? Das ist eine Grotte oder so. Das ist nicht cool. Jo, noch ist da noch nicht viel da. Aber ich wollte euch die Bienen zeigen, aber ich bin ja da nicht geblieben. Ich könnte kurz nachher oder im nächsten Part dann einfach die Bienen zeigen. Ich schlachte die mal, vielleicht gibt es Köpfe. Ja, jetzt gibt es langsam wieder Abend, das heißt, das Bett wieder aufstellen. Ich kann einfach nicht hier bleiben. Ich mache auf der Insel kurz heilen. Ja, interessant. Das ist gar nicht mal so synchron oder so. Das Schönste ist, man kann sich in diesem Mod sehr überraschen lassen. Wie es so wird, oder? Okay, dann können wir jetzt eigentlich laufen. Da ist auch noch ein Schneeberg. Eisberg. So. Also wer weiß, wie man die Schatten anstellen kann, wäre sehr nett. Das ist irgendwie ein Mod, der das unterdrückt, dass man eigentlich überall gleich sieht. Das ist ein bisschen schade. Es kann wirklich da bei Optifine sein, aber ich glaube, das ist gar nicht Optifine. Fähigkeit ist ja 70, ist ziemlich gut. Oder ob es beim Mods ist, aber das war hier ist ein Mods. Gecko lieb, Waste und so richtig Bees. Genau, das ist der Mod mit den Bienen. Mixin, Bookshelf, Gravelous. Könnte Farsight sein, aber der hat kein Optionsmenü. Too fast ist was. Schnelligkeit, Performance. Portable Mobs für was? Für die Fallen, für die Eisen Golem Farmen oder so. Ja, leider. Nix. Light Overlay ist aber nur die Anzeige. Könnte aber auch sein. Ja. Check ich nicht, aber Modpack einstellen ist halt schwer. Ja, machen wir noch kurz die Dinger aus. Also wir brauchen Kämpfen. Ja. Ja, machen wir die Stadt an. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist das Kämpfen. Hier ist der Spawn, nein, das ist die Stadt. Und da drüben wäre der Spawn irgendwo. Ja, haben wir den ausgestellt? Ja, brauchen wir ja nicht. Gut. So. Noch eins tiefer. Ui. Die Vögel werden auch langsam ungeduldig. Solange der Wald. Also nehmen wir ihm einfach mal noch kurz die Erde weg. Die Bäume. Jo. Und machen dann den nächsten Part weiter. Gut, danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen. Tschüss.